Hallo und herzlich willkommen zurück am morgigen Sonntag zu einer neuen Ausgabe hier von der Kornwelt. Ich wünsche allen erstmal ein schönes Wochenende noch, einen schönen Sonntag vor allen Dingen und ja, guten Appetit, falls ihr das gerade beim Mittagessen schaut. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen guten Appetit gehabt zu haben. So, dann wollen wir hier gucken, wo wir stehen geblieben waren. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht mehr. Ach, hier haben wir Silage, die können wir noch hier rein tun. Genau, wir waren noch dabei, das, die Kalksilos leer zu machen. Und dann werden wir sie wahrscheinlich auch entsorgen. Wenn wir sie wahrscheinlich verkaufen. Muss ich mal gucken, ob ich dann meine dann platziere. Dafür muss ich erstmal platzierbar machen. Und ja, wollen wir mal schauen. Einmal hier zurück. Weiß gar nicht, schauen wir noch irgendwo am Ernten oder so. Ah ja, stimmt, oben der Tabakfeld, ne? Oh, da läuft die Ernte noch. So, dann würde ich erstmal sagen, gucken wir erstmal hier weiter. Der Tabakfeld, ja klar. So, dann ganz fertig mit der Ernte. So. Hier waren wir noch am Strohbaum fressen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Irgendwie, ja. Weil hier muss noch abgetankt werden, okay. Wo ist der hier unterwegs? Auf Feld 44, das ist noch gar nicht fertig, okay. Hier ist der Sammelwagen. So. Müssen wir den mal wieder hier einstellen? Hier müssen wir auch wieder hier einstellen. Den auch. Komischerweise irgendwie steht der immer, wenn man den einstellt, immer hier. So, jetzt gehen wir einmal hier durch. Gehen wir hier einmal hier rein. Und. Achso. Erstmal hier wieder voll machen. Okay. Dann haben wir schon mal gespannt, wie viel Liter wir dann jetzt noch hier rausholen. Was haben wir denn noch hier drin? Sind ja noch ein paar Liter, die hier drin sind. So. Ich stelle mich an. Dann ist Feierabend, ne? Na ja, gut, können wir mal einstellen. Doch noch der eine oder andere Liter, den er da rüberbringen kann. Das ist doch schon mal sehr gut. So, dann müssen wir hier weiter Strohballen pressen. Ja, es gibt schlechte Nachrichten für alle Fans des Livestreams. Es wird also bis. Erstmal bis zum 22. November, also so lange, dass ich jetzt krankgeschrieben bin. Ich habe eben extra nochmal nachgeguckt, 22. November. Bis dahin gilt die Krankschreibung. Bis dahin werde ich also nicht mehr streamen.
Ich habe da einen Artikel gefunden oder einen Hinweis gefunden, der, wie soll ich es ausdrücken, davor gewarnt hat, wenn man krankgeschrieben ist, in sozialen Medien unterwegs zu sein, aktiv zu sein. Denn das könnte ein sofortiger Kündigungsgrund sein. Bei mir würde das heißen, sofortige Einstellung des Krankengeldes. Und oder auch im Nachhinein könnte mir das noch blühen. Bis jetzt ist da Gott sei Dank nichts passiert, also von daher alles gut. Aber ne, man soll jetzt auch nicht nach den schlafenden Hunde wecken. Und von daher lasse ich es lieber für die restliche Zeit. Und von daher gibt es also im Moment erstmal keinen Livestream mehr von mir. Sorry dafür. Aber ja. Hab schon genügend Pferde kotzen sehen, vor allen Dingen auch ich selber habe schon genügend erlebt in der Hinsicht, so dass ich also jetzt nicht auch noch das brauche. Schon genug erlebt dieses Jahr. Also eine Stadt nicht auch mehr erleben. Von daher. Sorry dafür, tut mir auch leid, aber mir ging es allerdings auch die letzten zwei Tage, muss ich ganz ehrlich sein, nicht gut. Über die letzten, wo ich das aufnehme, haben wir bei mir Samstag, also relativ zeitnah. Freitagabend habe ich geschlafen in der Zeit, wo eigentlich das Stream war, weil es mir nicht gut ging. Von daher sorry dafür, dass ich das noch nicht abgesagt habe. Ich hatte das im Video angekündigt, dass Livestream ist und dann ist keiner gekommen. Sorry dafür, aber wie gesagt, mir ging es nicht gut. Aber bis gestern Morgen oder gestern Mittag eher gesagt noch im Bett gelegen mit Magenkrämpfen und ach, weiß der Geier, was ich alles. Also mir ging es gar nicht gut. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder auf bin, Erfolge hier aufnehmen. Wenn alles gut geht, werde ich gleich noch ein paar Stunden auf dem Server im Multiplayer spielen. Und von daher alles gut. Aber dafür bin ich immerhin die letzten Tage sehr fleißig gewesen beim Mappen. Immer 2-3 Stunden jeden Tag, die ich also dann hier auf der Karte verbracht habe. So, dass ich doch jetzt mal ein ganzes Stück weitergekommen bin. Ich bin also jetzt schon hier an dem Feld und an den Wegen. Ja, da kann ich mal noch voll durchziehen. Das hätte ich gedacht. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ja, dann habe ich auch neue Keil-Silos mit Blender erstellt. Die möchte ich klar auch jetzt gerne mal testen. Erstmal als Placeable. Und dann will ich es ja klar in die Karte einbauen, aber dafür möchte ich sie gerne vorher getestet haben. Also von daher, müssen wir mal gucken. Daher werden also auch hier die Silos verschwinden. Wenn wir klar jetzt keine Maisernte mehr haben, also gehe ich davon aus, dass sie hier noch Hexengut hätten. Komisch aus. Hat der denn gemacht? Der Kollege hier. Ja, nicht vergessen, ein Like da zu lassen, wenn ihr nächste Woche Samstag, beziehungsweise nächste Woche Sonntag, Entschuldigung, nächste Woche Sonntag wieder zusätzliche Folgen haben wollt. Denkt dran, für 10 Likes gibt es jeweils eine Folge.
Und ja, was im Moment anstelle des Livestreams passieren wird, kann ich euch noch nicht sagen. Ich dafür jetzt eine Folge mehr aufnehme für freitags, die dann vielleicht was länger geht. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Das habe ich noch nicht so entschieden. Habe ich aber bis nächste Woche Freitag noch Zeit für, mir darüber Gedanken zu machen. Beziehungsweise bis Donnerstag. Und da ist auch die Marsch wieder im Livestream angesagt. Mal gucken, wie ich das da regeln werde. Dann wird es wahrscheinlich die gleiche Entscheidung wie auch die kommen wird. Aber dann habe ich halt noch ein paar Tage Zeit, dieses zu entscheiden. So, Ablagepunkt an Hofsiedlung. So, einmal hier. Die falsche Taste hier drückt. Jetzt kann der auch schon mal. Ja, schön, ja, das fällt ja auffällig, kann man ja auch gleich hier düngen. Wollen wir die Ballen hier eingesammelt haben. Weiß ja nicht mehr wohin mit den ganzen Ballen, aber naja. Oder auch mit dem Stroh. Echt unglaublich, wie viel Stroh hier zustande gekommen ist. Weil 48, 49 glaube ich schon sondern gedüngt werden, wenn ich das richtig sehe. Oh. Da ist noch viel Arbeit vor uns. Ach, das wollte ich lose einsammeln, ne? Das Stroh da, ne? Ja. Wollte ich einen Schwader drüber jagen und dann, ja, genau. So, dann gehen wir jetzt mal hier. Würde ich sagen, gehen wir mal hin und sammeln mal die restlichen Ballen ein. Derzeit würde jetzt Speicher trinken, ich will einen Schluck Kaffee. Funktioniert wäre nicht so wirklich. 16 muss ja genau passen. Ich sehe nur 8 Ballen. 8 Ballen passen noch hier drauf. Das sollte ja genau passen.
Oh, ich spann, wie lange wir noch an der Tabakernte da rum doktern. Ja, war doch gespannt. So, wo bringen wir die jetzt hin? Das ist die gute Frage. Weil das ist mal die Frage der Fragen. Wo bringen wir das jetzt hin? Mal gucken, dass ich vielleicht morgen mal wenn das eine oder andere Foto hier auch von der Kornwelt hier mache. Dass sie auch mal einen kleinen Eindruck bekommt, wie weit ich denn jetzt schon bin, was sich denn geändert hat oder auch nicht. Versuchen das mal hier vorne noch in das reinzukriegen. Haben wir hier zwei Strohlager. Ist ja noch eins. Ich kriege mir noch ein paar da rein. Sonst muss ich die restlichen Ballen nachher hier eben schnell mit dem LKW einsammeln kommen. Oh oh, ob das mal funktioniert, zweifel ich jetzt. Und ich gehe aber alle rein. Sehr schön. Das ist ja schon mal sehr schön. Jeder ist wirklich voll bis oben hin, das ist schwach. Na, da geht noch was. Dann würde ich sagen, bringen wir die mal darüber. Ups, aus ja, so dem Spiel hier raus. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, einmal so. Wupp. Aber wieder zurück. Vorbei, sehr schön. Und so rum geht einfacher, glaube ich. Warum bin ich denn mal wieder draußen? Ich verstehe das ja nicht, ey. So,
Also hier mal 1,804. Was haben wir hier jetzt? Paar Ballen würden hier noch reingehen. Aber dann ist auch da Ende im Gelände. Dann ist auch da Ende im Gelände. Gucken, ob ich am Wochenende noch schaffe, ein neues Display zu generieren. So. Aus. Ich habe sagen wir mal so, den einen oder anderen Mod, wo ich gerne noch das Display ändern möchte. So, jetzt muss ich mal gucken, ist das hier einer mit oder ohne? Er ist ohne. Ich stelle doch mal zu Feld 1 gerne schicken. So, Überladepunkt Feld 1 und Überladewagen. Kann er den nämlich schon mal da oben unterstützen. Was ist der jetzt hier? Das ist der von Feld 44, das ist ja auch britisch, okay. Mal warten, bis der... Der ist auch britisch. Hier los, dann fährt man nicht weiter. Wir abbiegen, und das dann. Nein, ich will nicht gerade raus. Wir sollten hier mal ein bisschen Fahrzeugpflege an. Tja, dann haben wir noch zwei
Dünger, ach Quatsch, ja, Dünger oder auch Feld, für Pflanzenschutz zwei Geräte stehen. Sehr schön. Ja, wo ich es aufnehme, ist aktuell Samstag und es läuft das Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund, beziehungsweise zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, so rum ist richtig. Also von daher, ja. So. Wollen wir hier weitermachen? Immer noch Weizen drin, ja, Psst, was blieb die? Ja, dafür, dass ich so viel geschlafen habe, bin ich immer noch müde, das ist unglaublich. Kann es auch selber nicht fassen. Vor allem bin ich mal gespannt, die nächsten Tage mit mir hier weitergeht. Das hätte ich verfeiert. Moment, ein bisschen geschwollen im Mund, habe ich heute viel. Nicht warum. Ich glaube, dass das Tor nicht gezählt hat. Weil wieder irgendwas der Video Assistant Referee eingegriffen hat. Ach, hier liegen auch noch Strohballen rum. Ja, alter Schwede. Mal gucken, Adel. Ich sage danke für alle, die hier wieder von Anfang bis Ende zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, vergesst nicht, ein Like da zu lassen, wenn ihr nächste Woche Samstag auch eine Folge mehr sehen wollt. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, als euch noch ein schönes Restwochenende zu wünschen. Einen schönen Sonntag. Bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin raus. Bye, bye.